Privetki, Privetki, meine Freunde. Ich hoffe, ihr seid meine Freunde. Denn so viele habe ich jetzt nicht, wenn ich mal ehrlich sein darf. Oh, meine Hose ist dreckig. Egal. Ich bin ja so ein Typ, ne? Eigentlich als Typ darf man ja nur dreckige Hosen haben, ne? Das ist so, das ist wirklich so. Das war natürlich ein Scherz, so eklig bin ich jetzt nicht. Aber, oh, da haben wir schon Bläser hier. Apropos Bläser, gibt es eigentlich bei euch in der Schule, wenn ihr auf einer Schule seid, das hoffe ich doch, eine Bläserklasse? Als ich das Wort gehört habe, habe ich gesagt, nee, sag es bloß nicht meiner Mutter. Denn die ist ja so eine Kulturfanatik. Oh, die macht mir jetzt gerade fertig. Die ist ja so eine Kulturfanatikerin, ne? Die macht, wenn es um, was weiß ich, Musik, Kunst oder Sport geht, da macht die keine Witze. Sport ist ja noch okay bei der, denn wenn dann Sport, dann so richtige Sport wie, wie soll ich sagen, Fußball, Football oder Leichtathletik. Aber so Ballett würde die Jungs wie mich jetzt nicht hineinsetzen. Vielleicht so was wie mein Bruder. Aber wenn sie so wie Ballett, nee, 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 bei mir nicht. Oh Gott, boah. Oh Gott. Hühnchen, selbst Hühnchen, alter Mutter, Hühnchen, du. Oh, ein süßes Hühnchen. Oh Gott, das... Das reicht. Stirb. Oh Gott. Ich bin gerade sehr dumm hier. So, geh hier. Stirb, stirb. Egal, ich laufe einfach. Rasen, oh Gott. Ich wollte mich gerade ducken. Oi, oi, oi. Springen. Man muss hier schon springen, Alter. Man ist ja voll aus... Gott, was ist denn hier los? Gut, Sticker, gib her. Das sind so Sticker, die man auf seinen Charakter setzen kann. Ich weiß nicht, wofür die eigentlich gut sind, die Sticker. Ey, scheiße, lahm. Scheiße, lahm. Hier, willst du mich jetzt... Willst du mich natzen, du? Dreh dich um. So, jetzt stirb doch. Meine Fresse. Ich glaube, seit meiner Kindheit bin ich schon so ein Donkey Kong-Fanatiker. Denn ihr habt doch gerade die Szene gesehen, wo der seinen Arm gedreht hat. Das ist die bekannteste Pose, die mir damals bekannt war. Die und die Szene. Gott, Gott, nicht sterben, nicht sterben. Und, was war denn da noch bekannt so damals? Ich weiß ja gar nicht. Ach genau, Dragon Ball. Ah, Dragon Ball, wie kann ich das noch vergessen? Ich muss mich schämen. Ich habe Dragon Ball. Oh Gott, jetzt gibt's Backpfeife. Ah! Das war keine Backpfeife, aber das war auf meinen Arsch. Ist genauso. Ich habe früher Backen und Wangen immer vertauscht. Ja. Ich glaube, das ist das gleiche heutzutage, aber damals war es übertrieben nicht das gleiche. Sag mal zu meinem Freund Backe und du meinst die Wange. Das geht nicht bei denen. Das geht nicht ab bei denen. Nee, nee, das akzeptiert er nicht, da hau dich ja eine rein. Gut. Ein Pit ohne Kopf. Ist ein Pit. Ich laufe auf der Stelle. Guck mal, der fliegt sogar. Wolken über dem Meer. Unter dem Meer. Da hinten sind Eisberge. Sowas habe ich ja noch nie. Ich habe noch nie, wenn ich ehrlich bin, so eisige Berge gesehen. Ich war noch nie auf den Alpen oder so. Wenn dann schon richtige Berge, also so hohe Berge, dann würde ich nach zum Himalaya gehen. Ich kann fliegen. Guck mal, seine Saltos sind so perfekt. Ich habe auf Stufe schwer gestellt, das ist wohl ein Fehler gewesen. Ich hoffe, ich komme aber noch rein. Ich habe damals, wenn ihr so Shimaru kennt, habe ich mich für das Turnival vorbereitet. Turnival. Ist ja wie ein Name. Turnival! Habe ich mich für das Tournament, also den Wettkampf, vorbereitet. Und habe dann sehr stark trainiert mit meinem Freund. Und ich war immer Pikachu, da so Shimaru auf Pikachu, Kirby und Kirby und Bowser setzt, habe ich auch gegen die immer auf Stufe 9 gekämpft. Denn das ist das Höchste eigentlich. Das ist, glaube ich, auf heftig aufgesetzt. Oh Gott, leck mich doch am Arsch, du. Lasst mich in Ruhe. So, jetzt. Jetzt, fick dich. Oh, jetzt tot.
Ja, schön. Was wollte ich sagen? Genau, ich habe damals sehr stark mit Pikmin. Olima, ich wollte schon Pikmin Boy sagen. Aber nein, Olima und. Wen war ich ja noch? Ach genau, Link war ich, glaube ich, gut. Ich habe mir sogar eine Liste gemacht, mit wem ich beim ersten Mal Bowser auf Stufe 9 besiegen kann. Denn das ist wirklich ein Monster, ich sag's euch. Nicht viele können das. Bowser auf Stufe 9. Dann habe ich herausgestellt, dass ich schon etwas gut bin mit. Mit wem war das nochmal? Mit Captain Falcon war ich sehr gut. Mit Olima habe ich sogar besiegt. Und mit Ike. Ike ist ja nicht eher so mein Typ. Mir sind eher so starke Boys. Was nehme ich schon Boys? Mir sind eher so starke Figürchen wie Diddy Kong. Ach, schnelle Figürchen wie Diddy Kong und Pikachu. Aha! Wir haben den Zentauch und Milf. Mill. Gut, ach, da ist jetzt eine Fahne. Nein, ohne Speichern. Da ist jetzt eine Fahne. Ich glaube, das ist jetzt fertig. Ja, ich glaube, das ist jetzt alles fertig. Fahne. Ja, ich glaube schon. Dann heißt die Fahne, es ist 100%. Wenn ich damals so Figuren charakterisiert habe, habe ich immer gedacht, dass Cox so eine Art Vegeta oder Dr. Cox von Scrubs sei. Weil der ist schon so, wie soll ich sagen, ein böser Typ, aber der hat schon was Gutherziges. Der hat auch seinen Stolz, sage ich mal so. Wie geht. Oh Gott. Aber der ist schon etwas nett. Ja, schon. Also ich habe mir den immer so vorgestellt. Fox. Und der war damals in der N64-Version übelst starker für mich jetzt. Der war übelst stark. Ich konnte immer, der war ja immer, damals war er schon eingeteilt, wer wann kommt, in dem klassischen Modus. Und da war Fox als an dritter Stelle, erster war Link, danach kam die Yoshis und danach kam Fox. Und da war immer, da habe ich oft mit Donkey Kong gekämpft. Oh Gott. Und da hat Donkey Kong immer, da habe ich immer meinen Vater kämpfen. Oh Scheiße. Da habe ich immer meinen Vater kämpfen lassen. Der hat den immer platt gemacht, weil ich immer Angst vor Fox habe. Da war ich, glaube ich, 3 Jahre alt. Ja. Als das rauskam, war ich 3. Nee, oder 5. War da, glaube ich, schon 5. Ich weiß nicht. Oh Scheiße, war das blitzig hier. Oh, warte, ich mach mal. Meine Fresse. Jetzt. Ja. Und ja, es gab damals sehr wenig Serien von Nintendo-Figuren. Die bekanntesten waren Donkey Kong, in 3D war das sogar. Ich weiß nicht, ob das von Nintendo persönlich produziert wurde, aber es lief immer auf RTL, das habe ich oft geguckt. Bei meiner Oma immer in ihrem Fernsehen. Der alte Toaster da. Und da lief noch, was nicht so bekannt war, war Mario Brothers in Deutschland. Aber was es oft gab, war Kirby. Und ja.
Wenn ich nochmal aufs Thema zurückgreife, das bekannteste war damals Kirby. Kirby, Donkey Kong. Was gab's da noch? Link habe ich nie geguckt. Also ich hab's, ich sag's mal anders, ich hab's nie gefunden, sag ich mal, im Fernsehen. Und ich gehe nochmal gleich zu Animes zurück. Denn, warte, das war so eine Art Anime, wenn ich so sage. Was gab's denn damals? Es gab's auf dieses Fox Kids. Das war, glaube ich, Pay-TV war das noch. Da gab's... Oh, die Vögel... Oh, die sind stark. Boah! Die kann man sogar rausnehmen. Juhu! Da gab's, Fox Kids und das war... da immer... drauf Kirby. Da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal Meta Knight gesehen, aber dann habe ich den irgendwie in meinem Kopf vergessen oder so. Oh Gott. Ja, Link habe ich nie gesehen in der Serie. Ich konnte es nicht sehen. Ich habe zum Beispiel jetzt Kirby, habe ich den Kirby-Kanal gekauft. Alter, wo ist denn das? Hallo? Aha, gefunden. Ich habe mir den Kirby-Kanal gekauft. Nicht gekauft, da gab es umsonst. Aber das war nur für eine kurze Zeit leider. Der war dann irgendwann wieder inaktiv. Gut, dann rase ich mal schnell nach oben. Ach genau, jetzt kann ich zu Animes zurückgreifen. Kennt ihr noch die Zeit, wo es nach den RTL 2 News und Viertel nach 8 zur besten Zeit des Tages bei RTL 2 Animes liefen? Das war noch... Ach komm, lass mich doch angreifen. Das war noch Zeiten. Das war die beste Zeit meines Kinderdaseins. Das war, glaube ich... Da liefen, selbst jetzt, wo die laufen, die Animes, liefen damals die Wiederholungen. Da liefen damals so, heute laufen jetzt so Shows wie Frauentausch oder Wollnies. Alter, wer braucht das schon? Meine Mutter sagt immer, Leute gucken Assi-TV, wenn die selbst Assis sind. Also man guckt sich gerne selber. Ja, so hat das hat meine Schwester gesagt. Und meine Mutter auch. Man guckt sich selber, also sind die Assis gucken sich selber zu, also Assi-TV. Oh Gott, da kommt die Knutschenecke, du. Gut, das war etwas crazy hier. Ich werde jetzt noch nicht in die Tür reingehen. Brot. Ja genau, nochmal zum Animes. Ich laber zu viel wieder. Die bekanntesten Animes, die damals auf RTL 2 liefen, waren Digimon. Das lief aber zu meiner Zeit eher sehr kurz. Das war... Also ich hatte wenig damit Vergnügen. Was ich immer geguckt habe, war... Oh Gott, das war jetzt ein Fehler. War nach der Schule... War diese... Was war das nochmal? Nach der Schule, wo die Menschen sich selber als Digimon verwandelt haben. Das war ganz schön komisch. Gut, jetzt wird schwer. Ja, ja, oh ja, okay, das geht noch. Jetzt kommt so ein Monster, glaube ich. Nein, noch nicht. Okay, das ist das Monster. Nein, jetzt. Ach nee, doch nicht. Was bis zuletzt, ich glaube, was bis zum Schluss durchgehalten hat, war Pokémon. Ja, das war jetzt so, wie soll ich sagen? Das hat noch bis so, wo ich noch in der vierten Klasse war. Oder, ja, bis zur vierten. Nee, das war noch in der dritten. Das war leider erst wieder in der dritten. Das hat bis zur dritten nur ausgehalten, dass ich dann nach der Schule auch wieder Pokémon gucken darf. Das war, glaube ich, bei My Pokito noch. Da lief leider nur noch Pokémon und Dragon Ball war das, glaube ich. Nee, Dragon Ball war das nicht mehr. What the fuck, war da aggressiv, du. Das war leider nur noch Pokémon und Dragon Ball zum Teil. Ich glaube, zu der Zeit habe ich dann wieder Dragon Ball bei Tele 5 gesehen. Ja. Tele 5 leider nur. Tele 5 ist eigentlich nicht so bekannterer Sender. Wenn ich dann Tele 5 geguckt habe, dann nur wegen Dragon Ball, mehr lief da eigentlich gar nicht. Aber jetzt kann ich Dragon Ball nur... Ich habe mir das ausgerechnet. Es gibt ja von Dragon Ball bis Buu, also bis zur Saga Buu Ende, circa 300 Folgen. Und wenn die sonntags nur zwei Folgen zeigen, zwei Folgen in der Woche, sind das 104 Folgen im Jahr.
Dann brauche ich 3 Jahre ungefähr, bis ich das zu Ende gucken kann. Und die sind gerade mal erst im einem Vierteljahr. Die haben, glaube ich, in jetzt haben wir ein Vierteljahr vorbei. Und die sind jetzt erstmal bei Cell. Und noch nicht beim Kampf. Die sind gerade bei den Folgen, wo Son Goku und Son Gohan in dem Trainingslager sind. Ja, da sind die gerade mal erst und in einem Vierteljahr. Was glaube ich? Ich glaube, die sind erst im Ende des Jahres bei Buu angelangt. Ja. Also beim richtigen Buu. Nicht beim Majin Buu, sondern beim fetten Buu. Beim Kampf. Ich glaube, am Ende des Jahres sind die erst da, denn wie die das immer hinauszögern bei Animes. Ich bin ja gerade beim Gucken von One Piece beschäftigt. Jeden Sonntag kommen wir eine Folge. Ja, da muss ich noch mehr warten, ich weiß. Aber da sind die Folgen, wie soll ich sagen? Dafür lohnt es sich, ja. Das sind neue Folgen. Bei Dragon Ball sind es alte Folgen. Da könnten die vielleicht... RTL, bitte! Das ist doch nicht so schwer. Da könnten die vielleicht mal mehr zeigen. Gut, was... Ach genau, die, wo ich gerade dabei war. Die zögern das ja hinaus, du. Ich bin ja gleich... bei Viva hat ja auch Animes gekauft. Okay, die hat es nicht gekauft. Die hat es gekauft, es zu zeigen. Die ist ja gerade dabei. Inuyasha und One Piece und Detektiv Conan. Das sind eigentlich so Animes, die damals auch wirklich bekannt waren. Ja. Und die habe ich gern geguckt damals. Oh, Bowser, fies. Bowser. Gut, und fab. Was soll das denn jetzt? Gut. Und das sind auch so Animes, die ich sehr geguckt habe. Aber jetzt bei Dragon Ball oder bei Inuyasha, wie die das hinauszögern. Die sind bei einem Kampf. Der Kampf war gerade am Anfang. Und am Anfang der Folge war das auch. Und da labern die erstmal. Ja, ich werde jetzt besiegen. Aber dann sagt die Freundin, also die Kagome, zu Inuyasha: Nein, tu es nicht, du wirst es nicht schaffen. Natürlich werde ich das. Nein, du wirst es nicht schaffen. Du bist viel zu schwach noch. Natürlich werde ich das schaffen. Nein, anstatt mal loszukämpfen, labern die erstmal. Und der Gegner so: Ja, ich kann warten. Natürlich labert erstmal. Dass das ja auch so selbstverständlich ist, ne? Das kriege ich doch keinen Hals so. Nee, das kann ich doch keinen antun. Da tue ich doch keinen an, du. Ja gut, aber damals war das noch so berühmt. Jetzt aber. Kot! Habe ich gerade Kot? Ich habe gerade Kot gerufen, ne? Kot! Kot! Wieder mal was geschafft und wir haben Mauzi bekommen. Auch ein bekannter. Wer ist Spitz? Ich kenne nicht Spitz. Mauzi ist auch sehr bekannterer von. Ja. Ja, ich weiß schon nicht. Ja, und wir sehen uns dann in einem nächsten Part, in einem neuen Part von SSBB. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich drücke mir in die Nase und sage Tschüss.